willkommen im Studio nach dieser Message. Danke vielmals, Leo. Und einfach schön, dass du wieder hier bist. Danke. Ich sagen, hast du eigentlich, war es das mühsam für dich, mit dem Englisch, von Englisch auf Deutsch zu switchen? Ja, man muss sich schon wieder daran gewöhnen. Es ist eine ganz andere Sprache, andere auch anderes Publikum. Es ist schon. Hast du das Publikum wahrgenommen jetzt im Vergleich zu Amerika? Das kann man nicht vergleichen. Amerika ist natürlich grundsätzlich einfach, sind viel mehr dabei. Ja. Der Schweizer ist so, oder auch der Deutsche, wenn du dich was bewegt, wirst du ruhiger. Ja. In Amerika, wenn dich was bewegt, wirst du laut, bei uns wirst du ruhiger und das ist der Unterschied. Andere Kultur. Schön, bist du wieder hier. Auf jeden Fall. Stop the drama. Ich weiß nicht, was dich angesprochen hat, aber dieser Satz hat mich jetzt als emotionaler, eher leichter mit Hang zum Drama, das hat mich jetzt wirklich aufgerüttelt. Stop the drama. Wieso ist das so wichtig? Kannst du noch ein bisschen zusammenfassen? Ja, weil eben im Drama-Dreieck eben so, wie es kaputt geht, du hast eben das Opfer, auch sagt, ja, ich bin halt so, und dann hast du einen Verfolger, der immer Recht hat, aber nichts tut, und dann immer der Retter, der Einfluss nimmt, wo man gar nicht gefragt wird, und das ist ein Drama. Und wie gesagt, es ist wie ein Bermuda-Dreieck, wo dann eben Dinge verschwunden geht, wo eigentlich der Teufel mega den Raum bekommt. Man muss es ersetzen mit einer Bevollmächtigung oder einem Ermächtiger zu werden, wo man das eigentlich ändert und sagt, ich werde ein Coach, ich werde dich challengen oder auch die nächsten Schritte zu gehen. Eben diese Schritte zu gehen, das ist ja gar nicht immer so einfach, je nachdem, wie man gestrickt ist, oder? Kennst du die Leute, die einfach nicht vorwärts machen? Also die nerven mich irgendwie oder ich kann da fast nicht damit umgehen. Was sagst du, Leo, bigger Menschen, die einfach nicht vorwärts machen, sagen? Ich harre das aus, es kommt schon gut. Also es geht mir wie du, ich kann es fast nicht ertragen und es ist grundsätzlich, muss ich lernen, zu sagen, ich kann nur mich selber verändern. Das ist eben ein bisschen die harte Tatsache. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte auch andere Menschen ändern, kann ich nicht. Mhm. Und das ist auch die Ohnmacht, wo ich dann drin bin, weil es ist der freie Wille, den Gott gegeben hat. Aber mir tut das weh, weil ich immer merke, sie verpassen etwas vom Potenzial, weil wenn ich vor 20 Jahren, habe ich gedacht, ja, Bux St. Gallen, da werde ich ein Pastor werden. Ich hätte nicht gedacht an Zürich, an Worldwide. Und man bleibt neben stehen in etwas, man verpasst die Größe Gottes in dem drin. Und das tut weh. Man kann Leute ansprechen, man kann sie durchschütteln, aber man kann sie nicht zwingen. Und wie gehst du damit um? Du hast gesagt, du musst ein bisschen eher auf den Mund hocken, weil du nicht, wenn du nicht gefragt wirst, aber du siehst genau das Problem. Ich habe viele Freundschaften zerstört. Mit dem kann ich jetzt wirklich sagen, weil ich immer Dinge sage in das Gesicht rein. Die einen sind dann dankbar und andere sind dann verletzt. Und ich habe wirklich auch gewisse Beziehungen zu gewissen Kirchen sind auch nicht mehr da, weil ich dann ganz liebevoll am Mittagessen gesagt habe, hey, ich gebe dir ein paar Feedbacks über deinen Gottesdienst, weil ich Sachen gesehen habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, das kann man so einfach ändern. Und das kam bei gewissen Leuten schräg rein. Und ein Freund von mir hat gesagt, der Robidoc, der Sondre, gesagt, du darfst nur ein Feedback geben, wenn du gefragt wirst und sonst einfach Mund zu. Das ist gut, das nehme ich gleich auch für mich. Hey, wenn man ein Opfer der Umstände ist, also man hat wirklich dramatische Umstände, darf man sich dann als Opfer fühlen? Also wirklich ein ganz krasses Beispiel mal, oder? Ja, nein, also fühlen ist eben natürlich, sie haben was erlebt und man fühlt es, aber man darf nicht im Gefühl bleiben. Und dieses Gefühl muss man eben ändern, dass man aus der Ecke rauskommt, dass man eben einen Action-Step macht und man sagt, wie kann ich aus dieser Ecke rauskommen? Oder wenn man in der Ecke drin ist, kommt man fast immer raus. Also was wäre der nächste Schritt, um da rauszukommen? Und dann eben auch zu wissen, dass mit Gott und mit dem Heiligen Geist ist Veränderung möglich in dem Sinne. Und auch Heilung ist möglich in dem Sinne, von seelisch, geistlich, körperlich. Das ist ein gutes Stichwort. Du hast das so schön gesagt. Wir sollen die Menschen ermöglichen, dass sie mit dem ermächtigen. Wir sollen die Menschen, danke vielmals, Detlef, da in der Regie wird da mitgeplappert. Wir sollen die Menschen ermächtigen, dass sie mit dem Heiligen Geist Schritte machen können. Wie ermächtigt uns denn Jesus? Also wie ermächtigt uns Jesus? Ja, für mich eben andauernd. Das ist ja schön, wenn du die Bibel liest und du betest, hast ja Impulse. Ich denke jetzt gerade an deine Geschichte. Du gehst jetzt dann in ein Timeout, wenn ich jetzt gerade das so sage, sorry. Und du hast eine Idee von Gott bekommen und du machst etwas und du bist begeistert, aber auch ein bisschen kribbelig, weil du weißt nicht, ob es funktioniert. Voll. Und das ist genau das, was ich mit dem meine. Du hörst etwas und so ermächtigt dich Gott, Dinge zu tun, an das hast du nicht gedacht vor einem Jahr. Und der Heilige Geist bringt dir immer wieder neue Dinge auf den Tisch. Das kann in der Ehe sein, in der Church sein, was auch immer. Und das finde ich das Spannende. Man bleibt nicht stehen mit dem Heiligen Geist und eröffnet eben ein Bevollmächtigungsdreieck in dem Sinne oder Ermächtigungsdreieck. Ja, genau, so cool. Hey Leo, wir können noch. Sorry, das habe ich gerade gesagt. Das ist doch gut. Ja, das ist unbedingt. Ich habe keine Geheimnisse. Ist doch genauso, oder? Voll.
Genau, es ist eine Idee vom Heiligen Geist, so Kaffeewagen, Kaffee verschenken, für die Leute beten. Wenn es meine Idee ist, dann wird das schnell wieder zu Ende sein. Wenn es Gottes Idee ist, dann wird das aufblühen. Leo, schön, bist du wieder hier. Ah, können wir dich wieder anlangen? Ah, so cool, wir könnten noch stundenlang zusammen reden. Sei dabei jetzt bei der nächsten Celebration vielleicht oder kling dich ein beim YouTube-Kanal. Dort haben wir ganz viele Angebote. Abonnier den Kanal, like und teile die Message von Leo. Und wenn du willst, kannst du ja gleich bei der nächsten Message nochmals dabei sein. Hey, mach's gut. Wir sehen uns nächsten Sonntag sonst. Tschüss.